diesmal ist ein bisschen anders. Normal habe ich immer meine eigenen Folien. Ich habe diesmal gesagt, ich halte mich jetzt mal an das, was die Herzstiftung vorgibt und bringe nur meine eigenen Sachen mit. Das, so ein bisschen muss man ja moderieren. Nochmal, um es klarzustellen, die Herzstiftung darf nichts verkaufen. Sie dürften sich diese Broschüre, da steht wirklich alles, was ich erzähle, wirklich total gut erläutert drin, zehnmal besser, als ich das erzählen kann. Also ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr illustriert, sehr schön dargestellt und eine kleine Spende nimmt er sicher gerne entgegen. Ja? Gucken wir mal. Gucken Sie, er hat es dabei, die Broschüre. Herr Werfritz hat ja auch schon ein bisschen darauf hingewiesen. Ja, also wie gesagt, ist ein bisschen anders als sonst. Bluthochdruck, was kann man tun? Sie wissen, ich bin so der Verfechter, dass man in diesem liberalen Land bitte auch seine eigenen Freiheiten genießt, aber auch was für sich selbst tut. Und die Frau Trieger hat Ihnen ja schon vorhin in ihrem Vortrag so über die Ursachen des Bluthochdrucks erzählt. Das ist eine Folie, die haben Sie bei ihr auch schon gesehen. Und auf dieser Folie stand schon, 95% haben eigentlich nichts irgendwie Schlimmes in ihrem Körper, aber der Körper hat trotzdem hohen Blutdruck. Ja, warum denn jetzt? Ja, weil Sie selbst im Wesentlichen auch dran schuld sind. Sie sind zum einen dran schuld, dass Sie älter geworden sind, ja, und dann aber halt leider Gottes auch daran, nicht nur das Alter und dass Sie, ich sag's immer mal so schön, genetisch versaut sind, da kann ja niemand was zu, dass ich aus einer Familie komme, wo alle einen hohen Blutdruck haben, aber vielleicht gibt es da außer den Genen doch so den gemeinsamen Nenner, dass man vielleicht in der Familie die Neigung dazu hat, übergewichtig zu sein, sich vielleicht nicht so gut ernährt in der Familie. Vielleicht hat man das als Kind abgeguckt bei den Eltern, dass man, der ist leer bei uns, ja, also der ist bei uns immer leer, ja, deshalb habe ich ihn mitgebracht, ja, zusalzen, ja, der, bei uns, der steht immer da, ich greife immer dazu, ist er immer leer, wenn ich einkaufen mal gehe, ich kaufe immer einfach nochmal einen dazu, weil wir brauchen ihn. Ich habe früher auch, also meine Mutter hat sich immer total geärgert, die hat gekocht und bevor ich was probiert habe, habe ich erstmal so gemacht. Ja. Das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Meine Kinder haben sich das noch nicht abgewöhnt, aber 5 Gramm, hat die Frau Trieger gesagt, lassen Sie das Ding einfach da stehen, wo es das steht. Ja, das brauchen Sie jetzt nicht mehr. Ja. Sie dürfen sich einen kaufen pro Jahr, so einen Salzstreuer, aber nicht mehr. Okay? Genug drin, langt fürs ganze Jahr. Zu viel Alkohol, oje, schlimmes Thema, aber schönes Thema. Werde ich nachher noch ein bisschen tiefgehender da Ihnen erläutern. Habe sogar ein bisschen was dabei, um es Ihnen anschaulich zu machen. Bewegungsmangel, ja, genau. Sie sind ja jetzt die Armen, Sie müssen da sitzen, ich darf hier rumturnen. Machen wir es doch mal so für alle, jeder steht mal auf. Hopp, da haben wir schon mal was gemacht gegen den Blutdruck für heute. Jawohl doch, ist doch einmal schön, oder? Man muss nicht, danke. Also ich sehe hier auch Leute, die aus dem Management kommen und so. Und es ist ganz klar, es gibt in den USA jetzt Vorträge, die werden im Stehen gehalten. Ja? Sitzungen, Arbeitsbesprechungen, wir haben es uns auch schon überlegt, oder Horst? Haben wir schon? Ja, genau, ja. Ja. Aber Sie dürfen sich jetzt gerne nochmal setzen, weil ich komme ja wieder so klein vor. Aber das ist wirklich so, Bewegung ist ganz wichtig und das Sitzen ist das neue Rauchen, was auch ein Faktor ist. Kalium und so Zeug ist egal wie. Ich habe nochmal so eine Reihe Ibu mitgebracht. Wenn Sie irgendwie Gebrechlichkeit haben oder das tut Ihnen weh und das und jenes, dann ist so eine Standarddosis, ist dreimal eine Ibu 400, ist frei verkäuflich. Wenn Sie das dauerhaft nehmen, das hält Kochsalz im Körper, das treibt wirklich den Blutdruck hoch. Also haben Sie es mal so ein bisschen im Kopf. Also ne, deshalb war das Ibu, das kann ich jetzt auch wieder, ist auch erledigt. Gut, dann damit ich es nicht vergesse, Lakritz, ich wollte Lakritz mitbringen, ich esse total gern Lakritz von Haribo, diese mit dem bunten drumherum, ja, aber ich esse natürlich auch gern süß, aber Lakritz ist wirklich nicht nur kalorienbehaftet, sondern da sind Stoffe drin, die den Blutdruck hochtreiben.
Natürlich Schnarchen. Wir haben auch ein Schlaflabor, erzähle ich nachher auch noch ein bisschen über was. Wie gesagt, das Übergewicht ist ganz schlimm und wir müssen den Lebensstil irgendwie ändern. Wenn Sie so aussehen wie der Kollege, dann haben Sie es ja geschafft. Ja? Dann fahren Sie mit dem Fahrrad zum Einkaufen und kaufen nur gesunde Dinge und er hat noch nicht mal ein E-Bike sich leisten können dürfen. Also, und er hat nur eine kleine Plauze. Wenn Sie das machen, das ist richtig. Also da steht, Lebensstiländerung kann Bluthochdruck verhindern. Das heißt, in einer gewissen Phase, wenn das losgeht mit dem Bluthochdruck, wenn Sie eine bisschen Plauze haben, wenn Sie einfach zu wenig Bewegung hatten und jetzt kommen Sie so ein bisschen in das Midlife, ne? Wechseljahre, Crisis, Sie werden ein bisschen kräftiger und so, als Frau wird es noch schlimmer, dann geht der Blutdruck nach oben und da können Sie es auffangen, indem Sie nur ein bisschen Gewicht reduzieren und ein bisschen anfangen, was zu machen. Das funktioniert. Später muss aber der Lebensstil immer die Basis sein, um den Blutdruck einigermaßen in den Griff zu kriegen. Jetzt sage ich dann kommt ja diese Empfehlung, dann heißt es, in der ersten Phase reicht es, den Lebensstil umzustellen. Jetzt hätte ich mal gern von Ihnen allen gewusst, wer von Ihnen mal seinen Lebensstil von heute auf morgen mal einmal radikal in seinem Leben geändert hat. So, Finger hoch, wer hat denn seinen Lebensstil einmal in seinem Leben radikal geändert? Okay, einer. Gut, also wie gesagt, es scheint zu gehen, aber das bestätigt meine Meinung, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder? Es schleicht sich so ein und es ist sauschwer, sein Leben umzustellen. Und deshalb diesen inneren Schweinehund, der auch in dieser Broschüre da zitiert ist, den muss man echt mal besiegen, wenn man das machen will. Ernährung, Körpergewicht, Bewegung, weniger sitzen. Ey, wir sind schon in der Schule, haben sie es uns doch angewöhnt, dass wir sitzen müssen. Und jetzt ist Sitzen das neue Rauchen. Das soll ja heißen, dass es schädlich ist. Ja? Also ganz so einfach, jetzt nimmer zusalzen, wenig trinken, ich erläutere es Ihnen mal, und Rauchen ist jetzt auch noch, also jetzt macht es nicht nur Krebs, sondern es macht auch noch den Blutdruck hoch, verrückt. Ernährung. Wenn man den ersten Satz liest, dann weiß man es eigentlich schon. Wir sollen uns ernähren wie die am Mittelmeer. Okay? Das bedeutet, der Einkaufswagen soll so aussehen wie der von dem Kollegen. Viel Gemüse und Obst, Vollkornprodukte, Olivenöl, Fisch. Also ich gehe samstags gerne auf den Markt, da ist ja dieser Fischstand, das ist wirklich so was schön. Milchprodukte hat wirklich was und da unten steht statt viel Salz, Kräuter und Gewürzen. Ich glaube, da sind Sie alle viel besser in dem Metier als ich. Nehmen Sie es einfach nochmal so mit, einfach alles, was gut schmeckt, lasse sie weg und alles, was gut schmecken soll, das kaufe sie. Ja, aber ich glaube, wenn man gut kochen kann, es schmeckt dann auch gut. Ja, also es ist so. Ja, die Ernährung, ja, wie gesagt, alles, was so richtig, also ich war bei dem einen Drive-Ding da und ich sage Ihnen, ich war nicht der Einzige. Also ich bin auf den Parkplatz gefahren und habe mit meiner Tochter neben mir gesessen, habe ich mir überlegt, soll man umdrehen oder nicht. Und das Zeug, also es scheint weit verbreitet zu sein. Wir standen in der Schlange, wir haben die 40 Minuten in dem Fast-Food-Drive-Thru durchgehalten. Also Fast-Food haben wir 40 Minuten in der Schlange gestanden, aber wir wollten es und zwar richtig gut. Es hat so gut geschmeckt. Wir machen es nicht häufig. Aber Sie alle kennen das. Das schmeckt einfach zu gut. Aber es ist halt wirklich, es ist tausend Zeug drin, auch wenn die jetzt ja den Hamburger so irgendwie von dem Rind um die Ecke da scheinbar in Deutschland machen. Aber das, was da drauf ist, der Burger und dieses Toastzeug und so, das ist alles, das ist Sünde pur und das ist nicht gut, wenn Sie mit Blutdruck behaftet sind, okay? Lassen Sie es zur Ausnahme sein, aber machen Sie die Mittelmeerküche zu Ihrem täglichen, ja? Nicht mehr als dreimal am Tag essen,
wie gesagt, Weißmehl, das ist echt schlimm. Und Brezeln, Brezeln ist auch Weißmehl. Also nur, dass Sie es wissen, ganz schlecht. Ne? Das ist ganz helles Mehl. Und eine Brezel ist ja noch, also es gibt ja jetzt die ungesalzenen, aber ich esse lieber die gesalzenen. Ne? Also ich esse ja selten, aber wenn, dann die gesalzenen. Was Sie bitte mitnehmen bei diesem Thema, wenn Sie mit Blutdruck behandelt sind, das da geht gar nicht. Okay? Das ist süßes Trinken. Das da ist Ihr Getränk. Okay? Sie dürfen noch Tee trinken, aber dann nicht mit Zucker. Ja? Das da. Also, Kalorien für uns alle gehören nicht in Getränke. Das ist out. Es gibt, ich habe jetzt mal eine Frage an Sie. Wo sind mehr Kalorien drin in 100 Milliliter? Dort drin, das ist Cola, falls jemand fragt, Cola, Coca-Cola, sorry, will ich gleich werden. Oder das da ist so gekrafte Apfelschorle. Also, ich sage, Finger hoch, wer denkt, da ist mehr Kalorien drin? Finger mehr, wer denkt, da ist mehr Kalorien drin? Finger hoch, wer denkt, da ist gleich viel Kalorien drin? Oh, genau, oh. Ne? Also ganz klar, das ist alles gleich. Ich erzählte immer die Geschichte, als mein Bube angefangen hat, Fußball zu spielen, dann wollte die nicht Wasser trinken, die waren 7, 8 Jahre. Dann habe ich nicht irgendwas, wollte ich gesund. Ne, dann bin ich bei der Apfelschorle hängen geblieben, weil ich dachte, die wäre gesund, vergessen Sie es. Das ist Zucker pur, genau so. Ja? Wenn Sie selbst Apfelschorle herstellen und vielleicht dann wirklich die Flasche Wasser und so Schuss vom selbstgepressten Apfelsaft nehmen, dann passt es vielleicht wieder. Aber lassen Sie es einfach sein mit gesüßten Getränken, das ist nichts. Das sind Kalorien, die Sie sich sparen können. Weil wenn Sie sie sich nicht sparen, passiert Ihnen das. Sie kriegen Übergewicht. Und das Übergewicht führt dann dazu, dass Ihr Blutdruck hochgeht. Weil, das hat Ihnen Frau Trieger erzählt, weil die gleichen Gefäße mehr versorgen müssen. Dann muss viel mehr Blut durch die gleichen Gefäße und wenn mehr Leid durch die gleiche Gierwolle, dann ist mehr Druck. So muss ich es vorstellen. So ist mein Blut ab. Jetzt ist das mit dem, gibt es zwei Möglichkeiten. Der Body Mass Index, das ist irgendwie so Körpergröße und Gewicht in Relation gesetzt. Da gibt es so Zahlen, die sind sehr abstrakt. Was echt toll ist, ist den Taillenumfang zu messen, um zu sehen, ob man zu dick ist. Jetzt gucken Sie mal. Wer von Ihnen ist der Meinung, ich bin dick? Danke. Taillenumfang unter 94, das heißt 90 für Männer, würde bedeuten, ich bin dick. Okay? 90. So. Schätzen Sie mal, auf wie viel meine Taille kommt. Also ab 90 bin ich dick, okay? Komm. 95. Das? 95. Ich kündige morgen. Ja, Sie meinen, ich werde dick. Ich danke, okay. Herr Permann, wie? 85. 85, jetzt genau auf den Zentimeter. Das sieht, ich kann mir noch 5 cm leichter, dann bin ich dick. Doch. Genau das. Und jetzt kommt mal irgendeiner, der sich traut, zu messen und sagt, ich bin schlank von den Männern. Herr Werfritz. Doch, Herr Werfritz, kommen Sie bitte mal her. Ja, kommen Sie mal bitte her. Er hat einen dicken Pullover an. Ja, aber er ist Vater geworden vor kurzem. Man messt ja beim Einatmen, ne? Ja, ja, klar, man misst beim Einatmen. Ich hoffe, er ist nicht schlanker als ich. Guck mal, wo komm ich denn raus? Hast du ein bisschen mehr wie ich, oder? Bestimmt. Ja. Bin aber ein bisschen größer. Zimmer? Ja. Jetzt kommt er mit der Größe. Die Größe hat gar nichts zu tun. Der Herr Werfritz hat 87. Er hat noch 3 cm zu gut, dann ist er zu dick. Horst, ich lass dich sitzen. ja, genau, ja. Aber ich will Ihnen nur sagen, wie knapp wir vor allem vom Übergewicht sind. Das will ich damit sagen. Sie dürfen sich, ich lasse es mal durchgehen. Dann stehen Sie mal auf, tun Sie die Jacke mal aus und messen mich mal. Aber ich brauche es mal, ja? Messen Sie sich mal. Ne? Also die Taille höher und
Sie können ruhig Kraft machen, mich dreht man nicht aus dem Konzept. Messe sich mal, damit Sie eine Idee haben. Also wie gesagt, für die Frau ist es 80. Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich schon übergewichtig. Habe ich mir aber auch noch nie gewünscht. Und, also übergewichtig zu sein. Und wie gesagt, messe sich mal, merke sich, Männer 90 Übergewicht, Frauen 80. Und dann gucken Sie, wie viel sie sind. Und dann gucken Sie morgen in den Spiegel und denken, oh, muss ich was dran tun. Und wenn Sie was dran machen, geht der Blutdruck wirklich nach unten. Ja? Also da gibt es auch so Berechnungen. Bewegung, die Frau Trieger hat schon gesagt, eigentlich jeden zweiten Tag eine halbe Stunde. Aber so, dass Sport heißt. Sport heißt schon, dass man schwitzt. Was heißt denn jetzt Sport? Also letztendlich den inneren Schweinehund besiegen würde schon einfach heißen, nicht jetzt am Hubert Wolf orientieren. Der Hubert ist ein Sportler durch und durch. Der wird jeden Tag seinen Sport machen und der macht die. Ne? Also das ist nicht der Trainingspartner, mit dem Sie wieder anfangen. Wenn Sie jetzt von null anfangen, dann suchen Sie sich jemand raus, mit dem Sie mithalten können. Oder ne, fangen Sie mit kleinen Schritten an, weil sonst werden Sie sich selbst nicht gerecht und werden direkt wieder aufhören. Suchen Sie sich eine Sportart aus, die Ihnen Spaß macht. Egal was es ist, jetzt schlecht ist Squash und vielleicht Eishockey. Aber ich glaube, das ist jetzt für wenige so das Erste, woran man denkt. Radfahren, Nordic Walking, schnelleres Spazierengehen und so. Ich habe so immer Annie aus Köln da gehabt, die hat gesagt, Nordic Walking wäre besonders gut, weil man hätte mal Stöck in der Hand und in der Zeit könnte man nicht noch essen, weil die Hände beschäftigt sind. Also ich finde es immer wieder sehr gut, das fand ich saugut. Ne? Aber wie gesagt, machen Sie was. Auch Sie sehen da, kleine Trainingseinheiten, 15 Minuten, hilft auch was. Und es senkt den Blutdruck genauso gut wie eine Tablette. Sie können eine Tablette damit sparen. Wenn Sie älter sind und lang nichts gemacht haben, fragen Sie bitte den Arzt. Ausdauertraining ist der Schlüssel zum Glück, aber es ist nicht nur Ausdauertraining, sondern wir können auch Krafttraining machen. Und deshalb habe ich das dabei, um Ihnen das nochmal kurz zu ergänzen. Krafttraining gibt es verschiedene Arten. Es gibt dynamisches Krafttraining, wo man beim Krafttraining etwas tut. Und dann gibt es ein isometrisches, steht da unten, Krafttraining. Das ist dieses berühmte Planking. Das kennen Sie vielleicht. Oder also, das ist isometrisch. Sie machen, wenden Kraft an und tun den Muskel nicht bewegen dabei. Ja? Also das Planking, ich habe es noch nie gemacht, also das ist so, ja, so das da, so glaube ich, ja, ne? Wo die Leute dann, da gibt es Weltrekorde, ich glaube tagelang in dieser Position sind. Diese Übungen sind gut für Leute, die noch gar keinen Blutdruck haben, um keinen zu entwickeln. Während das normale Krafttraining, was Sie so alle kennen, ist für alle gut, die Bluthochdruck haben. Also das sollten Sie bitte tun. Und nicht zu hohe Gewichte, machen Sie es einfach, um auch neben Ausdauersport den Blutdruck zu senken. Alkohol ist ein Genussmittel. Nee, da steht jetzt was ganz anderes. Da steht, Alkohol ist ein Zellgift. Also für mich ist Alkohol immer noch ein Genussmittel und das sollte auch so bleiben und so sein. Alkohol in kleinen Mengen genossen ist weiterhin gesund. Aber das Problem an dem Alkohol, wie bei allen Genussmitteln, ist die Schwelle zur Sucht. Und wenn Sie mit einem Genussmittel nicht gut umgehen können, kann man es als Arzt nicht empfehlen. Und deshalb dürfen wir das eigentlich auch nicht empfehlen. Wir könnten schon sagen, für eine Frau 10 Gramm Alkohol oder für einen Mann 20 Gramm, das dürft ihr. Ich traue mich schon zu sagen dem Patienten, aber die Schwelle ist sehr schmal. Und wenn Sie die Mengen sehen, das ist jetzt echt wenig. Ja? Also das ist 0,33. Das wäre für eine Frau schon am Tag zu viel. Ich darf mir das gönnen, muss aber sagen, ich kenne größere Gläser. Das bedeutet, also wenn Sie es umrechnen, dürften Sie diese Flasche Wein
Die ist jetzt vom Ernst, ich finde die ganz gut, die ist nicht so ganz so teuer, aber trotzdem, wenn Sie den jetzt, also, ne, das heißt 0,125, das heißt für einen Mann 0,25, das heißt, ich müsste an dieser Flasche, wenn ich allein trinke, 3 Tage haben. Am dritten Tag schmeckt die nicht mehr, oder? Ja, ne, also, finde ich. Aber da, nur damit wir über die Dosis mal reden, ja, das heißt, Sie müssten diese Flasche als Mann dritteln und da steht nichts von groß oder klein, Herr Wehrfritz, ne? Also das hat nichts mit der Größe zu tun, das ist einfach so geschlechtsspezifisch und deshalb nehmen Sie das so mit. Ja, Alkohol ist ein Genussmittel und es ist okay, aber die Schwelle, dass es dann umschlägt, wegen der Kalorien, die da drin sind, übrigens etwa genauso viel wie auch im Cola. Ja? Etwa genauso viel. Beim starken Rote ist sogar mehr Kalorien drin, weil der Alkohol mehr hat. Ne? Starker Roter, also so normaler Weißwein ist etwa so viel wie so Apfelschorle da, aber Roter hat noch mehr Kalorien. Und darüber ist das Zeug dann halt auch wieder ungesund. Rausch trinken, ich glaube, da ist niemand mehr von uns dabei, der sich da noch beweisen muss. Also das muss ich niemand mehr sagen, das Rauschtrinken. 11.11. kommt ja jetzt, aber Rauschtrinken muss nicht sein. Ich habe jetzt noch so ein bisschen andere Dinge. Bluthochdruck und Schlaf. Also Schlafqualität und Quantität sind wichtig. Es gibt Schlaf, der ist nicht erholsam. Deshalb haben wir ein Schlaflabor. Wenn Sie Schnarchen, Atemaussetzer haben, der Sauerstoff abfällt, können Sie noch so lang schlafen, dann ist der nicht erholsam und dann treibt Sie den Blutdruck nach oben. Es gibt aber auch eine Zeitdauer des Schlafes und da sage ich mal, 5 Stunden ist echt das Minimum. Wenn Sie kürzer schlafen, auch wenn man im Alter weniger Schlaf braucht, dann treibt Ihnen das den Blutdruck nach oben. Mittagsschlaf, so eine Stunde, soll den Blutdruck sogar ein bisschen senken. Rauchen, ja, Rauchen ist auch ein Thema. Rauchen macht natürlich die Gefäße steif. Und jetzt gibt es ja heutzutage, es gibt so einen Rechner hier drin, der ist echt wirklich interessant, also Sie müssen sich die Broschüre wirklich gegen eine Spende da leihen oder kaufen oder besorgen, ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig nennt. Also da steht so ein Rechner drin und da ist für jede Zigarette, die man raucht, gibt es auch 2 Punkte, die das Risiko für einen Bluthochdruck erhöhen. So ähnlich wie im Alkoholgetränk. Also das heißt, Rauchen ist ein wirklich wichtiges Thema. Rauchen macht die Gefäße steif, treibt dann den Blutdruck nach oben, so können Sie es vorstellen. Und es gibt keine Alternative, die man wirklich empfehlen können. Das hier wäre eine E-Zigarette. Ich habe hier auch, wer es mal möchte, so eine E-Shisha. Bin mal gespannt, ob die noch geht. Geht nimmer, schon zu alt. Aber ich kann es gerne mal durchgehen lassen, wenn Sie möchten, dass Sie. Also es gibt E-Shishas, es gibt diese Hydro-Zigaretten. Lassen Sie es einfach sein. Alles ist keine gute Alternative. Das Rauchen ist nicht gesund und führt im Wesentlichen dann auch zu Gefäßschädigungen, die den Blutdruck nach oben treiben. Cholesterin ist so ein anderes Thema. Wichtig, wenn Sie Bluthochdruck haben, merken Sie es, reden Sie mit Ihrem Hausarzt auch wenigstens einmal, wie hoch ist denn eigentlich mein Cholesterin, weil das auch wichtig als Kofaktor ist. Beruf, also Sie haben jetzt ein paar Ärzte hier, keiner wird sagen, unser Beruf ist stressig, oder? Machen wir nicht. Nein, ist überhaupt nicht stressig, unser Beruf. In Zeiten von Corona schon überhaupt gar nicht. Deshalb habe ich auch diese Maske da, damit ich das nicht vergesse zu sagen. Ja? Also, Der Beruf ist wirklich wichtig. Es gibt, Sie haben es vorhin schon mal von der Frau Ticker gehört, Lärm ist ganz scheiße. Je älter Sie werden, desto stressintoleranter werden Sie. Lärm wird echt zum Problem, treibt den Blutdruck nach oben. Und dann gibt es auch umgekehrt gibt's Situationen,
wenn Sie Pilot oder Taucher sind oder Polizist, wegen der Arbeitsbelastung und der Schichttätigkeit der Polizisten, die oft sehr lange Schichten machen müssen, dass dann Bluthochdruck sogar ein Ausschluss für eine Beamtung ist. Und das ist gar nicht so einfach. Für alle die, ich sehe auch ein paar aus unserem Krankenhaus, die Schichten arbeiten müssen. Also was man weiß, ist, dass wenn man mehr als 3 Nachtschichten arbeiten muss, 2 Schichten ist okay, kein Problem für einen Blutdruck ab 3-Schicht-Modell, das heißt, Sie haben auch eine Nachtschicht dabei, sollte man nicht mehr als 3 Schichten eigentlich am Tag an der Reihe haben in der Nacht, weil ab der 4. stellt sich der Biorhythmus um und dann kriegt man ein Problem mit dem Blutdruck. Ja, also 2 Nachtschichten ist okay, 3 ist auch okay, aber wenn Sie 4 hintereinander haben, dann ist das ein Ding, wenn Sie dann mit Bluthochdruck behaftet sind oder umgekehrt dadurch Blutdruck bekommen können, dann sollten Sie mit Ihrem Arzt drüber reden oder mit Ihrem Arbeitgeber. Stress, nochmal, Stress ist nicht messbar. Stress ist ganz schwer messbar. Was ist ein Stress? Positiver Stress, negativer Stress? Wann habe ich denn jetzt Stress? Also ich glaube, für den Horst Winter und mich ist es so, wenn wir morgens auf die Arbeit gehen und 12 Stunden arbeiten und nach Hause kommen und es war ein erfüllter Tag, dann war das kein Stress für uns. Oder Horst, ist so? Ist so. Das ist kein Stress für uns. Auch wenn wir von da nach da rennen und alles Mögliche. Stress ist dann, wenn du nicht hinterherkommst, wenn du unzufrieden bist, ja? wenn andere Dinge reinkommen, wenn du abhängig bist von anderen. Also wir als Chefs, das ist einfach, ja, manchmal, ja. Aber Sie alle wissen, wo Stress anfängt und wo er aufhört. Sie merken das, wenn Sie sich anfangen, unwohl zu fühlen in Ihrem, wenn Sie merken, dass durch die familiäre Belastung Sie irgendwie nicht mehr schlafen können, weil sie jemanden pflegen in der Familie, weil sie immer in der Verantwortung sind, weil die Kinder immer da sind und weil sie nicht mehr abschalten können, weil sie keine Freiräume mehr haben. Nehmen Sie sich diese Freiräume. Und deshalb ist das hier da, und das hatte ich bislang noch nicht da. Nehmen Sie sich die Freiräume. Lesen Sie mal irgendwas Schönes als Arzt, nicht Fachliteratur oder nicht beruflich Zwingendes. Oder fangen Sie mal an, Klassik zu hören. Klassik soll besonders gut sein, um zu entspannen und Stress abzubauen. Sie merken, meine Klassik-CD ist noch eingepackt. Das heißt, ich habe noch Luft nach oben. Aber das ist jetzt eine, die hatte ich auf der Arbeit liegen. Ich habe wirklich Klassik-CDs, die schon ausgepackt sind. Und da war mein Vater mir ein sehr großes Vorbild als Enthusiast für klassische Musik. Also, Sie sehen es, Sie müssen alle Ihren Lebensstil ändern. Und natürlich müssen Sie alle Ihre Tabletten nehmen. Da habe ich wirklich beim Horst Wintermann einen schönen Spruch gehört und ich darf dich zitieren, der immer gesagt hat, ich habe es nie vergessen, wir leisten uns den Luxus, Tabletten nicht einzunehmen. Das fand ich so toll von dir, Horst. Und also ich zitiere es immer wieder gern, das ist ein Luxus, diesen Luxus gönnen Sie sich bitte nicht. Sie haben mich überstanden. Ich habe viel zu lange gebabbelt, aber mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen auch. Wenn Sie nachher noch Zeit haben für eine kleine Spende, Sie können natürlich auch Mitglied werden bei der Herzstiftung, aber für eine kleine Spende ersteigern Sie sich bitte diese Broschüre. Ist wirklich toll, ist total informativ und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und da waren. Danke.